Hallo Leute, heute wieder mit einem neuen Toy Review mit Transformers Prime Predacon, Predaking. Der Predaking ist hier aus der Beast Hunters Edition von Hasbro und wird als Drache, als dreiköpfiger Drache quasi geliefert. Leider hat Hasbro mal wieder wie immer hier mit den Farben so ein bisschen gegeizt gegenüber dem Original. Aber nun gut, wir sind ja nichts anderes von Hasbro halt gewöhnt, was sehr schade ist. Die besten Vergleiche zeige ich euch gleich mal hier. Ihr seht selbst, die Drachenflammen sind auf dem Karton in blau, hier in grau. Dann, was noch ein bisschen abgeändert wurde, was sehr schade ist, die Flügel sind hier in schwarz-orange. Hier sind sie einfach nur orange. Das heißt, die komplette Außenlinie ist nicht bemalt, was sehr schade ist. So, ansonsten, was ist noch anders? Ja, das Silber ist komplett anders. Das heißt, hier wird es einfach nur in einem, ja, grau-silber geliefert, quasi die Figur, wo sie hier im Original komplett am Roboterfuß oder am normalen Fuß komplett silber-metallic ist. Ja, das haben sie natürlich auch rausgelassen und ansonsten von der Färbung her, ja, passt es eigentlich relativ gut. Aber dazu gleich noch, wie gesagt, mehr. Predaking wird in einem sehr coolen Mode geliefert. Ihn gibt es auch nochmal in der Leader Class. Die ist ungefähr doppelt, eigentlich ist das gelogen. Es ist nicht doppelt groß, aber es ist auf jeden Fall größer, die Figur, so ein bisschen. Und im Drachenmodus ist sie auf jeden Fall deutlich größer. Kommen wir am besten zu der Figur selbst. Die Figur wird, wie gesagt, in diesem dreiköpfigen Drachenlook geliefert. Oben ist sein normaler Kopf. Der Mund lässt sich schließen und öffnen. Der Kopf lässt sich senken, was ich auch ziemlich cool finde, weil die Schuppen hier oben einzeln quasi an dem Kopf montiert sind, nicht am Hals selbst. Der Hals hat selbst nochmal eigene. Dann hier der Drachenkopf ist eine Waffe. Wenn man diesen Hebel hier hinten komplett nach hinten zieht, geht der Kopf gerade. Wenn man noch weiter zurück dreht, dann fliegt die Rakete hier quasi komplett raus. Die Rakete löse ich hier jetzt auch einmal. Die Köpfe lassen sich abnehmen und werden quasi die Waffen von Predaking. So, jetzt nehme ich die erstmal komplett ab. Und Predaking ansonsten ist auch sehr interessant gestaltet, alleine von der Transformation, weil die Teile wirklich eigentlich perfekt ineinander greifen. Auch hier der Bauch sowie der Rücken sind die Füße im Robotermodus, finde ich, passen ziemlich gut hinein. Der Schwanz, wie gesagt, ist die Klinge. Ich finde es auch ziemlich gut gestaltet. Gut, hier oben sieht man jetzt noch so ein paar cybertronische Runen oder Schriftzeichen, die auch hier oben am Rücken bzw. am Bein vorhanden sind, so wie hier unten am anderen Bein eben. Die Lackierung finde ich ist ganz passend, auch die Farbgebung finde ich gefällt mir sehr. In diesem Orange-Schwarz sind wir ja auch von dem G1-Panda quasi vom Predaking gewöhnt und ich finde halt die Waffen sind von der Farbe her auch ziemlich gut gestaltet und passen dazu. Was halt sehr schade ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, die oberen Teile der Waffe sind hier komplett aus, ja, weichem Gummi. Ich denke mal, mit den Jahren werden die bestimmt auf jeden Fall brüchig werden, was ich sehr schade finde. Da hätte man lieber Plastik nehmen können, das wäre deutlich besser gewesen. Aber da Hasbro momentan dazu tendiert, die meisten Waffen und auch Köpfe der Roboter in Gummi zu gießen, ja, sehe ich leider ein sehr schlechtes Zeichen seitens der Haltbarkeit der Figuren. Und ich denke mal, es wird nicht mehr so laufen wie bei den alten G1-Figuren, dass die Figuren 30, 40 Jahre halten. Ich denke mal, allein wegen dem Gummi gebe ich den Figuren maximal 10 Jahre, bis dann das Plastik komplett wegbricht. Aber okay, kommen wir jetzt erstmal zu der Figur an sich. Die Figur wird mit ziemlich großen Flügeln geliefert, die jeweils an einem Drehscharnier angebracht sind und zwei kleinen Scharnieren, dass man einmal hier die Flügel knicken kann und dann noch einmal außen. Man kann dadurch quasi die Flügel entweder komplett anwinkeln,
als wenn er sie quasi einmal unten hat, wenn er auf Boden ist. Oder man kann sie halt komplett ausfahren. Auch im Robotermodus ziemlich cool, quasi auf dem Rücken montierbar. So, die Figur selbst ist leicht transformierbar. Dazu nehmen wir erstmal die Schwertwaffe hier hinten ab. Anschließend drehen wir hier oben den Rücken und hier unten die Beine auseinander. Was ich auch cool finde, ist, dass jeweils ein hinteres Bein an jeweils einem der Roboterbeine befestigt ist, was auch ziemlich cool ist. Anschließend drehen wir das Ganze einmal so herum, dass diese Seite nach hinten zeigt. Dann drehen wir einmal die Öffnung nach oben. Das hat eine Bewandtnis wegen dem Drachenkopf, das zeige ich euch dann später. Anschließend dreht ihr die Flügel erst einmal so nach oben. Das ist erstmal das Wichtige. Dann die Drachenhände, das heißt die Frontpfoten, werden nach vorne gebogen, um somit die Hände im Robotermodus zu bilden. Anschließend werden die Beine hier hinten, jedenfalls diese grauen Teile, so nach hinten gebogen. Und die Beine nach unten. So. Dann wird einmal dieses Rückenmodul nach oben erstmal geklappt, aber noch nicht festgesteckt. Anschließend werden hier die Drachenbeine nach innen geformt. Dazu wird einmal hier diese Rückfinne nach oben gedreht, das Bein angewinkelt und nach unten gedreht, bis es einrastet. Anschließend dreht ihr das Unterteil nach hinten und das Vorderteil nach vorne. Und schon habt ihr quasi den Fuß im Robotermodus fertig. Das gleiche wird einmal hier gemacht. Einmal die Finne nach oben gedreht und das Bein nach innen gedreht. So, nicht wundern, die Kralle ist nach oben geformt, die Kralle ist nach unten geformt. Das ist Absicht. Es lässt sich von der Transformation her nicht anders gestalten. Was ich jetzt dazu sagen muss, zu dem Bein, auch bei mir hier, ich denke mal, das ist ein allgegenwärtiges Problem. Die Beine sind völlig lose. Das habe ich jetzt bei 1000 verschiedenen Modellen davon schon gesehen, auch bei Bekannten. Das Einzige, wie man das quasi beheben kann, dass die Figur nicht nach hinten umkippt andauernd so, ist diese Flosse komplett nach oben drehen und hier dieses orangene Knieteil quasi blockiert. Dadurch hält es bombenfest. Das gleiche, wie gesagt, hier auch. So, wenn ihr das soweit fertig habt, dreht ihr einmal die Figur komplett herum. Wie gesagt, die Beine sind jetzt so fertig. Anschließend dreht ihr, Kamera mal neu positionieren, so die Schultern so nach unten und dreht einfach die Hände nach unten. So, das ist soweit jetzt fertig. Anschließend dreht ihr die Spikes hinten von den Schultern nach vorne. Ziemlich coole Schultern auf jeden Fall. Anschließend klappt ihr den Brustkorb nach vorne, winkelt die Flügel nach hinten, klappt dieses hier, was ich ja vorhin gesagt habe, was nicht eingerastet werden sollte, komplett nach hinten, dreht den Drachenkopf einmal um 180 Grad nach hinten, dreht anschließend dieses ganze Teil nach hinten, dadurch kommt der Roboterkopf hier quasi zutage. Der Roboterkopf hat hier unten seinen kleinen Pin. Den könnt ihr hier unten im Brustkorb quasi verstauen. So, und dann einfach zusammendrücken. Und schon hält der Kopf bombenfest. Anschließend müsst ihr diesen Roboter oder diesen Drachenkopf nach hinten winkeln. Passt auf, dass er gerade ist. Es hat nämlich die Bewandtnis, hier hinten hat er diese Gummihörner. Die werden quasi hier drinnen in diesen kleinen Schlitzen quasi verstaut und kommen quasi hinten zum Vorschein. So, einmal hinten die kurz zusammengedrückt. Na. Und ja, es ist ein wenig komplizierter. Nicht so einfach. Irgendwie will er nicht heute. Irgendwie will mein Predaking King heute nicht so. Noch einmal. Wie gesagt, den Kopf so nach innen. Und jetzt hier, wie gesagt, die Hörner
Einmal heraus. Ah, jetzt klappt's. So, wie ihr seht, gucken die Drachenflügel quasi hier seitlich komplett hinten raus. Und so ist der Drachenkopf jetzt fest montiert. Ihr seht quasi, wenn ich es nochmal öffne, der Drachenkopf ist quasi im Rücken verstaut. So. Und dann einfach nach hinten drücken und die Hörner hinten rausgucken lassen. Seid aber bitte vorsichtig, die verbiegen ziemlich schnell. Besonders wenn sie längere Zeit in der gleichen Position halten. Das heißt, bitte hier aufpassen, dass sie wirklich herauskommen und nicht innen einmal komplett rumgebogen sind. Denn diese Biegung kriegt ihr ganz schlecht wieder aus diesem Gummi heraus. So, wenn ihr das soweit verwandelt habt, dann habt ihr die Möglichkeit, die Flügel entweder so in der Rückenposition zu lassen. Dann habt ihr quasi die Flügel nach außen geklappt, beziehungsweise ihr könnt sie auch so nach vorne klappen, wie ihr es wünscht. Oder ihr macht es auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise wie beim Drachenmodus. Klappt ihr einmal hier rum, hier oben komplett zusammenklappen und so die Flügel zusammenklappen, dass sie hinten eine gerade Linie nach oben und die Flügel nach unten. Und dann könnt ihr sie quasi komplett quasi hinter ihm verstauen. Ich zeige es hier auch nochmal. So, hört sich kritisch an, ist es aber nicht. Und jetzt sind die Flügel quasi komplett hinter ihm fixiert. Und jetzt könnt ihr ihn quasi perfekt hinstellen. Und schon ist Predator King quasi, ja, kampfbereit. Ihr seht, die Figur ist an sich sehr schön gemacht. Unten die Beine, finde ich, sind sehr cool gestaltet. Von der Form her gefallen sie mir. Auch die Beine hinten, sie sind nicht quasi hohl durch die Beine des Drachen, die hinten ziemlich gut eingepasst sind. Finde ich ziemlich geil gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Das Einzige, was ich nicht ganz so schön finde, ist, dass hier die obere Seite des einen Fuß quasi innen ist und einmal außen. Ihr seht hier die Unterschiede, hier innen, hier außen. Und auch, dass die Krallen hier unten verschiedene Positionen haben. Ihr seht es hier, hier nach oben gebeugt, hier nach unten gebeugt. Finde ich auch sehr schade. Aber ansonsten sehr cool gemacht. Die Knie selbst haben hier vorne diese Spikes, die ihr nach vorne klappen könnt. Auch ziemlich geil, gefällt mir. Dann die Hände natürlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Sehr speziell, ihr seht selbst, ihr habt hier quasi zwei Daumen plus die Finger. Ist aber trotzdem ziemlich cool gemacht. Dann habt ihr hier kleine Löcher, da könnt ihr quasi die Waffen dran stecken, das zeige ich später. Auch hier an den Armen seht ihr selbst, sind die cybertronischen Runen mit inbegriffen, genauso auch wie hinten in den Flügeln. Sehr, 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 sehr schickes Design. Jetzt möchte natürlich Predator King mal wieder nicht stehen, das ist mal wieder typisch. So, ja, der Brustkorb und auch die Hüfte haben sehr viel schöne Details. Gefällt mir. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr Farbe gebrauchen können, aber ja, an sich eigentlich ein sehr schönes Modell. Und wie ihr seht, hier an der Seite das Symbol der Predacons. Hier natürlich das Symbol von Predator King selbst. Wie der Name schon sagt, Predator King. Er ist quasi der Anführer der Predacons. Und hier sehen wir einmal seinen Kopf. Zoom. So, der Kopf ist sehr schön gestaltet. Er sieht sehr biestig aus mit der Krone und den reptilienartigen Augen hier unten in Gelb. Nice Design, gefällt mir auf jeden Fall. Und natürlich dann oben wie die Krone quasi auch ja, modelliert. Das Einzige, was ich an dieser Figur leider nicht bevorzuge, ist, dass der ganze Kopf aus Gummi besteht. Das hätte Hasbro, wie gesagt, auch aus Plastik machen können. Ihr seht hier, wie hauchdünn und filigran teilweise die Hörner sind. Das wird garantiert nicht lange halten. Sehr, 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 sehr großer Kritikpunkt.
Ich hoffe, da wird irgendwann Hasbro von dieser Gummivariante endlich abrücken. Auch wenn es vielleicht billiger ist in der Produktion. Aber nein, es ist schlecht. Aber ich denke mal, das hat Hasbro wahrscheinlich deswegen gemacht, weil diese kleinen Spitzen sind für Kinder natürlich sehr gefährlich. Da können sie sich die Finger quasi blutig stechen und deswegen ist es wahrscheinlich aus Gummi deswegen umgesetzt worden. Aber wie gesagt, die Figuren halten dadurch nicht lange. Aber ich denke mal, Hasbro hat natürlich insoweit, ich möchte es Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, nur so weit gedacht, wie der Geldbeutel des Kunden reicht. Das heißt, einmal ausgeben, Geld weg. Ich muss leider mal so biestig sein, aber es ist leider so. Ja, die Außenhörner hier sind komplett aus Plastik. Das finde ich gut. Und auch die Schulter sind ziemlich geil gestaltet. Hier finde ich es schade, hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr Farbe reinbringen können, vielleicht Silber oder auch Schwarz. Schwarze Hörner würden jetzt natürlich auch zu dem oberen perfekt passen, aber leider ist es hier komplett weggelassen worden. Die Hände selbst und auch die Ellenbogen sind auch ziemlich cool gestaltet. Das Rückenmodul wirkt ein wenig groß, ist es aber nicht. Ich finde, es passt perfekt zu der Figur. Und ja, dann kann man noch, wie gesagt, Predator King dieses Schwert in die Hand drücken. Dieses Schwert hat hier unten zwei Pins, links und rechts, dass es auch wirklich in jede Hand passt. Die Hände haben hier unten hier eine Halterung. Da kann quasi die Waffe einmal hier reingesteckt werden. So. Problem ist nur, weil die Finger auch aus Gummi sind, lässt sich manchmal das Schwert nicht wirklich gut halten und es fällt immer wieder raus. Ist halt sehr schade. So, aber jetzt haben wir es schon. Und schon hat Predator King sein überdimensional großes Schwert in der Hand. Hier auch sehr cool gemacht, das Design. Gefällt mir richtig gut. Auch mit diesen ganzen kleinen Mini-Klingenhörnern oder wie auch immer. Ich hätte vielleicht ganz gut gefunden, wenn man hier diesen kleinen Pin, den ihr hier seht, wenn hier ein Gelenk drin gewesen wäre und wenn man das ganze Ding quasi einmal so nach hinten klappen könnte und es dann wie so eine Axt gewesen wäre. Das wäre richtig geil gewesen. Leider nicht vorgesehen seitens Hasbro. Ihr könnt allerdings auch, was hier auch ziemlich cool ist, deswegen stellen wir ihn jetzt mal kurz zur Seite, um euch das zu zeigen. Die Waffen können... Moment, da stecke ich da immer die Rakete erst wieder rein. So, diese Waffen können quasi miteinander verbunden werden. Das heißt, hier außen ist ein kleiner Drehmechanismus drin. Sieht aus wie ein kleines Atomzeichen. Und hier ebenso. Wenn ihr die jetzt so zusammensteckt, habt ihr quasi eine Double-Barrel-Kanone, also eine doppelläufige. Und die könnt ihr ihm natürlich auch hier an den Arm dran stecken. Das heißt, einmal hier oben an diese kleine Öffnung, die ich euch vorhin gezeigt habe. So. Und schon hat Predator King quasi die Waffe in der Hand. Ja, die natürlich ziemlich groß wirkt, aber trotzdem ziemlich cool. Gefällt mir. Das Einzige, was nur leider der Fall ist, ist, wenn ihr die Waffe vorne dran steckt, sie ist sehr frontlastig, dann die Figur, kippt sehr schnell um, beziehungsweise, wie es bei mir der Fall ist, die Arme halten die Waffe nicht wirklich nach oben, was leider sehr schade ist. Ja, ihr könnt versuchen, natürlich durch die Flügel hinten, wie ich es meistens mache, dann die Vorderarme zum Halten zu bringen, das heißt, ihr blockiert quasi mit den Armen hier hinten die Schulter. Ihr seht selbst, die Beine sind an und hinten locker, sie stehen nicht wirklich. Das heißt, ihr müsst immer wieder hier diese Rückenflosse, die in dem Bein hinten dran ist, nach vorne schieben. Und schon hält die Figur. Löst sich natürlich mit der Zeit mal wieder. Ansonsten, wie gesagt, eine ziemlich geile Figur. Leider, wie gesagt, fehlt dieser Figur ein bisschen was an Farbe. Wäre natürlich cool gewesen, wenn hier vorne diese Raketen in Farbe gewesen wären. Vielleicht lackiere ich sie ja demnächst um. Muss ich mal schauen. Hier ein kleiner Tipp. Autolack. Einfach in den Baumarkt fahren und Autolack kaufen. Den gibt es auch in matt. Muss nicht unbedingt gleich in Farbe sein. Und so könnt ihr die Figuren perfekt umgestalten. Der Lack hält bombenfest. Er blättert nicht so schnell ab.
wie bei normaler Acrylspray-Farbe oder auch normaler Bastelfarbe, die es auch zum Sprühen gibt mit Airbrush-Pistolen. Nein, nimmt einfach Autolack. Er hält perfekt und er verfärbt sich auch nicht so schnell, was auch sehr schön ist. Ja, er versiegelt auch. Das muss ich auch noch dazu sagen. So, kommen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz zu der Verpackung. Wie ich schon einmal hier eben gerade erwähnt habe, nice Boxart, gefällt mir. Wir sehen einmal hier Predaking in seiner Roboterversion, hier einmal in dem Drachenmodus. Hier sehen wir auch, wie gesagt, die Flammen in Gelb. Finde ich eigentlich sehr nice, nur, wie gesagt, ist hier leider nicht umgesetzt worden. Auch hier die Flügel sind hier schön schwarz nachgezeichnet, vorne quasi der Knochenpart der Flügel und die Membran ist orange gelassen. Werde ich wahrscheinlich auch noch versuchen, dann abzuändern. Aber, naja, nice to have soweit. So, und jetzt drehen... Moment, ich muss gerade mal was gucken. Nein, ich habe mich gerade getäuscht. Okay, so, und jetzt die Vorderseite. Wir sehen hier einmal von den Drachenmodus ganz normal und hier außen sehen wir nochmal das Boxart, wie es bei jedem Beast Hunters vorne drauf ist. Einmal Predator King in der Drachenform, wie in der Serie in 3D aussieht. Ja, das ist jetzt Voyager Class. Natürlich hier in Größe 2. Das Licht blendet jetzt hier ein wenig hoch. Wie gesagt, hier Schwierigkeitsgrad 2. Sehr leicht eigentlich zu verwandeln. Es ist natürlich nur so eine Sache, ob man das jetzt als Anfänger, wenn man vielleicht den als erstes in der Hand hat und noch kein anderer Transformers von einem verwandelt wurde, gut umzusetzen ist. Wenn nicht, wird derjenige wahrscheinlich ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Figur bekommen. Allerdings ansonsten sehr schön gemacht. Hier außen sehen wir nochmal das Boxart vom Predator King selbst. Wie er quasi im Robotermodus in der Serie aussieht, auch ziemlich nice. Und hier oben sehen wir einmal dieses Wasserzeichen von den Predacons an sich. Er gehört zur Voyager Wave 2 der Predator King Line und hat die Modellnummer 002. Ja, mehr kann ich jetzt zu dieser Figur nicht sagen. Allgemein zur abschließenden Bewertung. Die Figur würde für mich persönlich, wenn, wie gesagt, die Gelenke nicht so schlecht wären, volle 10 Punkte wert sein. Einmal im Drachenmodus und auch im Figurmodus. Allerdings, ja, ich würde zwar zum Beispiel auf die farbigen Flammen und so verzichten, würde trotzdem 10 Punkte geben. Da die Figur allerdings so schlechte Gelenke hat, die nicht halten und die Figur immer wieder zum Umkippen zwingen, muss ich leider volle 2 Punkte abziehen. Dadurch im Robotermodus nur schlappe 8 von 10 Punkten. Und im Robotermodus, im Drachenmodus, weil er jetzt auch gegenüber der Leader Class Figur so ziemlich gleich auch von der Transformation ist und beide ziemlich cool sind, hier volle 10 Punkte, weil im Drachenmodus auch die Gelenke nicht so wirklich, ja, rumschlackern. Gefällt mir trotzdem. Ja, ich kann hier, wie gesagt, auf die Farbe, die hier an den Flügeln fehlt, von der Bewertung her verzichten. Allerdings würde ich jedem empfehlen, wenn ihr diese Figur liebt und auch einen richtigen Blickfang haben möchte, färbt ihn euch um. Definitiv. Es macht mehr her, wenn ihr diese Parts halt umgestaltet. Für Anfänger, nehmt ein Edding und malt schwarz oder wie auch immer. Wenn ihr andere Möglichkeiten habt, nutzt diese. So wie die Figur jetzt ist, würde ich sie nicht empfehlen. Diese Figur ist in einem Zweierpack noch mit Optimus Prime erschienen, bei Toys R Us exklusiv, wurde hier allerdings komplett als Sparversion rausgebracht. Das heißt, ich dachte erst, hier wäre die Farbe quasi schon sehr spärlich gesät. Nein, in der Version von Toys R Us ist der Kopf zum Beispiel hier oben komplett grau. Das heißt, hier fehlt komplett das Schwarze und das Orangene. Was sehr schade ist. Auch bei Optimus Prime haben sie hier sehr viel an Farbe quasi weggelassen. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit meinen nächsten Reviews, falls ihr die nächsten Reviews anschauen wollt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch weiterhin als Viewer bei mir in meinem Profil sehen würde. Und wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal, euer Rex4.